Hallihallo, heute mal ein kurzer Tipp, ein wieder kurzer Tipp, der wieder wahrscheinlich stundenlang dauern wird. Ich bin hier unter Ubuntu 13.10 Saucy Salamander. Gut, jetzt ist Saucy noch nicht so lange raus. -a lsb release -a Saucy Salamander. Gut, Ubuntu 13.10. Gut. Manche werden feststellen, es gibt noch so ein paar Bugs bei Ubuntu 13.10. Nicht immer sind die ursächlich vom Betriebssystem selber. Manche sind schon ewig da, weil die Programme, die dabei sind, von ganz anderen Leuten gemacht werden. Zum Beispiel Audacity, ne? Audacity. Gut, hier standardmäßig dabei ist die eigentlich noch alte Version, obwohl das Ubuntu neu ist. Hilfe. Über Audacity, ne? 203. Es gibt lange schon eine neuere Version, ne? Benutze Audacity schon recht lang. Und wie gesagt, es gibt ein paar Bugs. Und jetzt gucken wir mal hier mit unserem Firefox, was es da so gibt, ne? Die Möglichkeit, vielleicht mal eine etwas aktuellere Version zu bekommen, wäre vielleicht nicht schlecht. Moment, jetzt muss ich mal ein bisschen spielen. Desktop Zoom wieder eingestellt. Desktop Zoom lange nicht benutzt. Au. Der City Daily PPA oder Daily Build könnt ihr suchen. Audacity Daily Build wähle ich jetzt da mal aus. Lange kein Desktop Zoom benutzt. So, Audacity Daily Build. Nightly Builds, das ist noch so ein bisschen buggy. So, Steuerungstaste, Rollrad nach vorne, kennt auch viele nicht, dass man sich ein bisschen ranzoomen kann eben. Dings hier hin. So. Adding this PPA to your system. Und hier geht man dann auf technische Details. Gut, wie wir gesehen haben, habe ich hier Saucy, ne? Saucy Salamander. Kann man hier auch dann einstellen, Saucy Salamander. Und dann wird richtig hier direkt Saucy eingesetzt. Kann man sich kopieren, kopieren. Gut, ich will also die aktuellste Version hier haben. Um mal zu gucken, in den Systemeinstellungen kann ich das dann einstellen. Alle Einstellungen, Software und Aktualisierung. Um mal zu gucken, ob das vielleicht mal ein bisschen stabiler ist als die gegenwärtige, die hier dabei war, ne? Andere Software. Und dann gehe ich mal auf Hinzufügen. Hinzufügen. Auf das Ding mal geklickt. Hier kommt die Abzeile rein, die wir gerade kopiert haben. Einfügen. So. Depp. Ne? PPA, Launchpad, ne? Das City Team, der Saucy hier, weil ich hier Saucy Salamander habt. Ihr setzt eure Ubuntu-Version dort ein. Software-Paketquelle hinzufügen. Gut, mein Passwort müsste ich vielleicht mal, weil das administrativ ist. So. Und dann schließen. Das reicht so noch nicht. Da muss man noch ein Update machen mit dem Update Manager. Ne? Update Manager. Ne? Könnt ihr auch über das Terminal machen. Sula-Update. Update. So. So, Software-Aktualisierung. Aktualisieren, wir haben gesucht. Softwareliste wird geladen. Bla bla bla. Falls es dabei zu Fehlern kommt, kann es daran liegen, dass dieser Key, ne, dieser Key nicht drin war. Signing Key. Wie das geht, hatte ich auch schon mal gezeigt. Ne. Falls also keine, ja, keine Signatur da ist, sage ich jetzt mal so. Sag ich jetzt mal so. Gut. Aktualisierte Software ist jetzt verfügbar einzuhalten, ne? Audacity, ne? Audacity. Audacity und technische Beschreibung. Da sehe ich, aha, installierte Version ist die und verfügbare Version zum Zeitpunkt dieses Videos ist die 205, bla 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 bla. So, jetzt installieren. Wie gesagt, falls es dann, ne? Installation, wenn denen nicht vertraut werden, erfordert Installation von Paketen aus nicht signierten Quellen, also wenn das mal passiert, gibt es auch Anleitungen dazu, wie ich das mal behoben kann in den Signing Key. Gut, jedenfalls hätten wir dann Ubuntu 13.10 mit dem aktuellen Audacity. Und was mir noch so aufgefallen ist, jetzt mal ganz allgemein, manchmal habe ich dieses Zahnradsymbol da oben nicht, ne? Dann habe ich mir so einen kleinen Starter gemacht für die Systemeinstellung, dass ich da überhaupt drauf komme. GIMP zum Beispiel hat manchmal Macken, das dauert ziemlich lange und die Synaptic-Paketverwaltung zum Beispiel, Synaptic, die braucht ewig lange zum Starten. Da muss ich wieder Passwort. Braucht ewig lange zum Starten, bis das mal so alles aktuell ist. Ne? Also da rotiert's und rotiert's. Manchmal wird das Bild auch schon dunkel. Ne? Dunkel wird's
Der Mond schien helle. Ne? Also wie gesagt, wenn das so ist, ein bisschen warten. Ne? Die aktuelle Ubuntu-Version braucht noch so ein bisschen, bis die stabil läuft. Aber wenn Synaptic dann irgendwann mal so kommt, ne? Also es sind nur so kleine Bugs da. Ne? Wie gesagt, GIMP braucht länger. Manchmal verschwindet der Mauszeiger bei mir zum Beispiel, wenn ich nicht Cheese benutze, sondern GUVCView. Dann kommt das schon mal vor. Kann auch an meinen Compiz-Spielereien liegen, die ich so mittlerweile gemacht habe, nur das dauert dann so ein bisschen. Synaptic braucht im Moment ewig, bis da mal sowas tut. Ne? Wir sind hier, wie gesagt, unter Ubuntu 13.10. Ist eigentlich schon offiziell raus und sollte eigentlich stabil, aber wie gesagt, manchmal liegt es dann auch an dem entsprechenden Paket, wie zum Beispiel Audacity, das ja nicht von Ubuntu respektive Canonical selbst gemacht wird. Ne? Da, der braucht da, der macht da rum. Ne, macht da rum, braucht dann ewig, bis da mal was tut. Jetzt ist er erst da, ne? Das sind noch so kleine Bugs, die ich noch so gefunden habe. Jetzt suchen wir mal, ja, hier ist das PPA, ne? Hier ist das PPA, hier sieht man hier. Alle Softwarepakete, die zum Audacity Team Daily Saucy gehören, sind da gelistet. So. Und da Rechtsklick zum Aktualisieren vormerken, nicht authentifiziert, ja, vormerken. Wie man das behebt, dass das auch mit Signing Key ist, dann habe ich das schon mal gezeigt. Kann man hier aber vom Synaptic trotzdem machen lassen. Das geht, kein Problem. Show eine Audacity. Und hier Ubuntu, bla bla bla. Werden installiert. Dann hatte ich die aktuelle Version von Audacity da. Und alles wird gut, ne? Alles wird gut. Gut, wie gesagt. Audacity ist nicht von Ubuntu oder Canonical selbst. Es gibt viele, viele Programme. Eigentlich so ziemlich alle, die von anderen gemacht sind. Ne? Und gerade Audacity war bei mir immer so ein bisschen buggy. Das war nicht so. Ne? Schmierte dauernd ab. Ne? Schmierte dauernd ab. Da gibt es im Internet ganze Reihen von Diskussionsforen, was da so ist. Da mit deutschen Umlauten und wie auch immer. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das jetzt behoben ist. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt die, ne? Wir haben jetzt die Version installiert. Ne? Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Version installierte Version 2.0.5 anstelle 2.0.3. Gut, wie gesagt, mit dem Signing Key hatte ich schon mal ein Video gemacht, wie man das behebt. Gut, aber ansonsten läuft stabil. Ihr seht's, ne? Läuft. Wenn das mal so auftritt mit diesem fehlenden Start, dann im Moment scheint es auch oben mit dem oberen Panel Probleme zu geben mit den Indikatoren da. Ändert mal wieder was am Desktop rum und dann kommt manchmal irgendwie ein Symbol nicht. Ne? Bei mir manchmal das Zahnrad, anderem berichtet dann ein Batteriesymbol nicht, wie auch immer. Ich mache mir dann immer so Starter. Ne? Also das ist nicht nur Zierde, sondern da sind tatsächlich dann Programme hinterlegt. Hier zum Beispiel Record My Desktop habe ich mir auf den Starter gelegt. Wie man sowas macht, habe ich schon mal gezeigt. Ne? Oder ich komme hier zum Beispiel hier rüber in die Systemeinstellungen, indem ich da einfach das GNOME Control Center als Starter hinterlegt habe. Ne? Kann ich dann kurz mal zeigen, wo habe ich das wieder hin? Nautilus, ich habe mir da so einen kleinen Starter gemacht. Oder auch zum Runterfahren des Rechners zum Beispiel. Oder für meinen Editor namens gEdit. Und jetzt gucken wir mal. Einstellung hier rüber, Flap. Ne? Das ist nichts anderes als ein .desktop, eine .desktop-Datei. Und die habe ich mir rübergezogen darüber und dann war es gut. Ne? Mit Rechtsklick Eigenschaften ausführbar gemacht. Ne? Zugriffsrechte als Programm ausführen. Dann konnte ich wieder in meine Einstellung rein, obwohl dieses Zahnrad-Symbol gar nicht da war. Ne? Zum Beispiel oder den Rechner runterfahren. Ne? Wenn das Symbol nicht da ist, gut, dann kann man noch den Ausknopf drücken. Geht alles wunderbar. Aber wie gesagt, es dauert doch schon ein bisschen, wie es alles so richtig stabil läuft, das meiste geht aber schon gut. Wie gesagt, Audacity muss ich mit einmal testen. Ich werde jetzt dieses Video nachbearbeiten und dann schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.